Und auch, dass er der Mensch ist, bei dem ich alles vergessen kann und wirklich abschalten kann. Es gibt noch mehr, aber ich möchte enden mit einem schönen Satz am Schluss. Volker ist das Wichtigste auf der ganzen Welt für mich. Ja, was soll man da noch sagen? Ja? Das reicht auch noch vollkommen. Ja, liebe Gäste, liebe Frau, Sie beide haben so einen Blick aufeinander geworfen und haben entdeckt, ja, vieles ist mir den anderen geschenkt. Und wichtig ist es eben für die Zukunft, das, was Sie entdeckt haben, nicht aus den Augen zu verlieren, sondern es immer neu in den Blick zu legen. Ja, und das heißt ja, den anderen wahrnehmen. Wie geht es ihm? Was bedrückt ihn? Woran leidet er? Aber auch, was erfreut ihn? Und vielleicht auch, wie kann ich ihn eben glücklich machen? Den Blick füreinander zu bewahren, eben und immer wieder sich auszutauschen, das ist vielleicht doch ein kleines Rezept, wo die Ehe eben gelingen kann. Durch Ihr Eheversprechen sind Sie beide heute einander anvertraut. Und ich bitte Sie immer wieder auch darauf zu achten, dass dieser Blick der Liebe, der den Anfang krönt, nicht aus dem Blick zu verlassen. Und das Wertvollste ist immer noch, dass Sie eben gemeinsam sich immer wieder neu entdecken dürfen, gemeinsam wachsen und reifen dürfen. Und dass der andere den anderen immer achtet. Ja, sie werden eins, aber sie dürfen auch zwei bleiben. Das ist eben die schöne Bereicherung, wenn man einander liebt. Und es ist ja auch so, dass vier Augen mehr sehen als zwei. Und zwei Menschen entdecken in der Welt noch mehr als einer allein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder aufeinander zugehen, miteinander das Leben gestalten und miteinander uns ergänzen. In diesem Gottesdienst, da sagt Ihnen aber auch heute, Gott geht mit Ihnen. Er will auch den Weg mit Ihnen gehen und er begleitet Sie mit seiner Liebe. Und unserem Gott ist es auch ganz wichtig, dass das, was Sie heute hier beginnen, auch gelingt, dass Sie glücklich werden. Denn das ist ja immer die Botschaft unseres Herrn Jesus Christus gewesen und wird sie auch immer bleiben. Er ist für die Menschen gekommen, damit sie ihren Weg finden in dieser Welt und einmal sogar zur Vollendung in seiner Welt. Und das bedeutet eben auch Glück. Und da darf man auch gemeinsam unterwegs sein. Gehen Sie eben in Respekt miteinander um. Achten Sie auf das Wertvolle im Anderen und schauen Sie immer wieder darauf, dass Sie den Blick der Liebe nicht verlieren. Amen. Jetzt kommt der spannende Augenblick, wenn wo die beiden so lange geübt haben für ja, und der darf gemeinsam eben aufzustehen, damit wir auch das Jahrwort, das sie sich gelegt, eben auch ihnen werden, gut würdigen. Ja, liebes Brautpaar, Sie sind in dieser entscheidenden Stunde Ihres Lebens nicht allein. Sie sind umgeben von Menschen, die Ihnen nahestehen. Sie dürfen die Gewissheit haben, dass Sie mit dieser Gemeinde und mit allen Christen in der Gemeinschaft der Kirche verbunden sind. Zugleich sollen Sie wissen, Gott ist bei Ihnen. Er ist der Gott Ihres Lebens und Ihrer Liebe. Er heiligt Ihre Liebe und vereint Sie zu einem untrennbaren Lebensbund. Ich bitte Sie zuvor, öffentlich zu bekunden, dass Sie zu einer christlichen Ehe entschlossen sind.
Volker, ich frage Sie, sind Sie hergekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrer Braut Michelle den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Wollen Sie Ihre Frau lieben und achten und ihr die Treue halten alle Tage Ihres Lebens? Ja. Michelle, ich frage Sie, sind Sie hergekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit Ihrem Bräutigam Volker den Bund der Ehe zu schließen? Ja. Wollen Sie Ihren Mann lieben und achten und ihm die Treue halten alle Tage seines Lebens? Ja. Dann frage Sie beide, sind Sie beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott Ihnen schenken will, und sie im Geiste Christi und seiner Kirche zu erziehen? Ja. Ja. Sind Sie beide bereit, als christliche Eheleute mit Verantwortung in der Welt und in der Kirche zu übernehmen? Ja. Ja. So sind Sie also beide zu einer christlichen Ehe bereit. Bevor Sie den Bund der Ehe schließen, werde ich die Ringe segnen, die Sie einander anstecken werden. Gott und Herr, du bist menschlichen Augen verborgen, aber dennoch in unserer Welt zugegen. Wir danken dir, dass du uns deine Nähe schenkst, wo Menschen einander lieben. Segne diese Ringe, segne die Brautleute, die sie als Zeichen ihrer Liebe und Treue tragen werden. Lass in ihrer Gemeinschaft deine verborgene Gegenwart unter uns sichtbar werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. So schließen Sie vor Gott und vor der Kirche den Bund der Ehe, indem Sie das Vermählungswort sprechen. Dann stecken Sie einander den Ring der Liebe und Treue an. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an. Ich nehme dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trag diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an. Ich nehme dich an als mein Mann. Ich verspreche dir Treue in guten und in bösen Tagen, in Krankheit und Gesundheit. Bis dass der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Nimm diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Reichen Sie nun einander die rechte Hand. Gott, der Herr, hat Sie als Mann und Frau verbunden. Er ist treu. Er wird zu Ihnen stehen und das Gute, das Sie heute hier begonnen haben, vollenden. Im Namen Gottes und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den Sie heute hier geschlossen haben. Sie aber alle, die hier zugegen sind, nehme ich als Zeugen dieses Bundes. Was Gott verbunden hat, das kann der Mensch nicht trennen. So. Gott, setzen oder küssen.
glaube, wir hören noch ein Lied jetzt und dann können Sie sich setzen bitte. Aber die Trauzeugen sollen jetzt zu mir kommen und wir unterschreiben, dass die beiden den Jawort gesprochen haben. Thank you.